Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute schauen wir uns die Bravo Sport Nr. 9 2024 an, die am 1. August rausgekommen ist. Das ganze Heft kostet wie dieses Jahr bisher jedes 3,50 Euro und wir bekommen hier drei fette Extras, einmal ein Gewinnspiel, ein Superstars Promotion Päckchen mit 4 Karten und die Bundesliga und zweite Bundesliga Stecktabelle. Das Ganze hat natürlich sehr viel Kult und war schon damals, als ich sehr klein war, in den Zeitschriften immer drin, habe ich seit 2011 mir alle Stecktabellen zur Seite gelegt und gekauft, die Ausgaben. Und nun gucken wir uns die Ausgabe in diesem schönen Video an. Dieses Mal wieder die Bravo Sport alleine. Beim nächsten Mal Ende des Monats wird es dann wieder Just Cricket und Bravo Sport zusammen in einem Video geben. Vorne sehen wir natürlich die Coverstars und Youngstars drauf, ein Gewinnspiel, ein paar Poster und ein bisschen was zu weiteren Sportstars mit Verstappen oder Rafael Nadal. Das Päckchen machen wir zum Schluss aus. Wir gucken uns erstmal hier das schöne Heft an, haben das Inhaltsverzeichnis hier, sehen noch was zur zweiten Bundesliga, also wird einiges in diesem Heft wieder drin sein. Dann haben wir Border League startet in die neue Saison, Runde 2, definitiv gucke ich auch öfters mal. Dann haben wir ein bisschen was zu Villain der Stars, Hamilton, Anthony Joshua, LeBron James, Patrick Mahomes oder Lionel Messi. Dann natürlich noch was zu Kilos Purzel, Niklas Hühle, der auf einmal richtig fit ist. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Also viele spannende Themen immer auf den ersten beiden Seiten der neuen Zeitschrift. Dann haben wir was zu den neuen Heimtrikots, die rausgekommen sind. International finde ich die Trikots, die rausgekommen sind, gar nicht mal so cool. Ich finde, Deutschland hat schon echt viele gute Trikots zum Bieten. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Inter-Miami-Trikot, was rausgekommen ist. Und dann die 25 besten Youngstars Europas größte Sterne. Und das sind dann hier auf zwei Seiten immer alle abgebildet. Hier sehen wir natürlich Jamal, Manu Pavlovic, Güler und Nico Williams. Und dann auf der weiteren Seite sehen wir noch unter anderem Calafiori, der jetzt zu Arsenal gewechselt ist, Doku, Šeško, Palmer oder Kamavinga. Und dann noch hier weitere Spieler wie Bellingham, Yilmaz oder Kobasi abgebildet. Dann Thomas Müller, der seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Genau wie Thiago, der seine gesamte Karriere beendet. Dann Bayerns neues 100-Millionen-Du. Palinja und Olise, mal gucken, was die beiden in der Offensive und Defensive reißen können mit Kompany. Ich bin ja mal gespannt, wie und wo Bayern nach 5 Spieltagen steht. Wenn Bayern an der Spitze steht und irgendwie zumindest 13 oder 12 Punkte von 15 geholt hat, dann habe ich nichts gesagt, aber momentan bin ich noch sehr skeptisch. Klar muss ich das auch alles einspielen, aber wollen wir mal schauen. Dann haben wir hier herrscht Baustelle. Diese Vereine müssen noch in der Transferphase nachlegen. Union, Wolfsburg, Heidenheim, Gladbach und Bochum. Ich muss ehrlicherweise sagen, bei Wolfsburg ist doch relativ viel schon gemacht worden. Dann Brian, der Ballkünstler, das neue Mainzer Supertalent. Mal gucken, ob er es schafft, dieses Jahr in der A-Nationalmannschaft zu spielen, wenn er seine Leistung wie vor der Sommerpause wiederholen kann. Dann Fun and Crazy wie immer dabei. Und dann kommen wir so chillen die Stars. Alle Sommerurlaubsfotos, die so ein bisschen öffentlich gemacht wurden, mal zum Beispiel mit dem Eis. Mo Salah, der jetzt eine Glatze hat und auch Ødegaard sehen wir hier unter anderem, Gosens, der bei der EM unter anderem mit moderiert hat. Diaby, der jetzt auch nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Also viele natürlich dabei. Dann die beste zweite Liga aller Zeiten, Fragezeichen. War es ja angeblich letztes Jahr schon, dieses Jahr wird es nochmal besser. Und es gibt so viele Clubs, die vorne mitspielen können. Ich nehme das Ganze vor dem Eröffnungsspiel zwischen Köln und Hamburg auf. Das heißt, ich weiß nicht, wer wie gespielt hat am ersten Spieltag. Da wollen wir uns mal überraschen lassen. Dann haben wir 10 Fragen an Julia Quinn, Frauenfußballerinnen der Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Dann was zur Frauenbundesliga, die hier bald auch wieder losgeht. Auf jeden Fall richtig cool, hoffe ich mal, dass auch dort wieder dann die Sticker bald rauskommen. Ist ja schon angekündigt worden und dann wollen wir uns die definitiv auch mal angucken. Dann haben wir Riccardo Calafiori, der Supertalent, der Mann, der bei Bologna und Italien rausgestochen hat und jetzt zu Arsenal in die Premier League gewechselt ist. Dann haben wir wieder Planet Fußball, Fun and Crazy, ein Poster von Mbappé schon bei dem neuen Verein aus Madrid. Dann, okay, müsste bei der EM sein, könnte Arda Güler sein, bin ich mir aber nicht sicher. Dann Basketball Deutschland gegen Frankreich. Hier natürlich Thomas Müller. Und dann haben wir hier diese wunderbare Stecktabelle, wo man das wieder einstecken kann. Wie gesagt, das habe ich schon so lange und das gibt es auch schon so lange. Ich habe gefühlt mehr Tradition als RB Leipzig. Sorry an alle Leipzig-Fans, aber muss ich ehrlicherweise sagen. Und allein, dass hier alle Clubs dabei sind, das macht mich so stolz und ich finde es einfach toll. Und wie gesagt, die habe ich schon seit Jahren gesammelt und gehört für mich auch jedes Jahr dazu. Dann haben wir noch die Rückseiten von Müller. Okay, das ist Dennis Schröder. Dann wirklich hier Arda Güler. Habe ich auch nur so nebenbei erkannt. Dann hier Mbappé und Champ Quiz. Und dann kommen wir hier zum fetten Sommergewinnspiel.
10 Fragen beantworten. Dann kann man hier einige Preise, die wir auch nochmal hier sehen, gewinnen. Unter anderem was von Nerf, Teufelskicker, mit Teufelbox, Playstation-Spiele, Legos, also alles, was es gefühlt auf dem Markt gibt. Dann Change the Game, unsere Wünsche für IFC 25. Okay, ich sage immer, bei den E-Sports-Abteilungen hier oder bei der E-Sports-Abteilung von der Bravo Sport finde ich das immer irgendwie, das ist der einzige Teil, den ich nicht so gerne lese oder mag, weil da sind entweder veraltete Sachen drin oder so Sachen drin, die nicht wirklich stimmen. Also das finde ich immer so ein bisschen Quatsch, aber wie gesagt, kann auch nur meine persönliche Meinung sein. Dann Dokus zu den größten Sportheroes, Topstars, hautnah. Gibt es einige Dokus, unter anderem von Zverev, Gauff und Co. beim Breakpoint oder hier natürlich die Doku über Federer, Drive to Survive, auf jeden Fall auch nur was Cooles. Die Doku, die jetzt letztens rauskam in der ZDF-Mediathek über Kimmich, Radsport, Leichtathletik, definitiv zu jeder Sportart was dabei. Dann haben wir noch was zu Alcaraz, der seinen Wimbledon-Titel verteidigt hat gegen Novak Djokovic. Definitiv beides die Besten momentan, die im Tennis spielen. Mal gucken, ob Djokovic den Titel gewinnen konnte. Wie gesagt, das weiß ich auch nicht. Im Tennis stand zum Zeitpunkt der Aufnahme auf jeden Fall im Viertelfinale bei Olympia. Dann haben wir schon was zu der neuen NBA-Saison. Bin ich auch nicht drin, also da kann ich euch nicht wirklich was zu sagen. Dann Bravo Hits 126, die neu raus sind. Woman NBA Superstar Caitlin Clark. Auch von ihr, um ehrlich zu sein, noch nie was gehört, spielt bei Indiana. Also manchmal, wie gesagt, bin ich bei den Sportthemen auch nicht dabei. Die wahren Helden, Paralympics, Stars, Facts, Sportarten, ja. Leute, die mit einer geistigen oder körperlichen Bindung trotzdem Sport machen, wie zum Beispiel der Mann hier, der mit dem Mund einfach Tischtennis spielt, das ist einfach krass. Also ich muss ehrlicherweise sagen, vor solchen Leuten habe ich auch Respekt. Und wer sich dann aufrafft und nicht einfach hängen lässt, das sind die wahren Helden. Da muss ich auf jeden Fall schon zustimmen. Der Motocross, wie immer dabei, bin ich aber nicht drinnen. Und dann zocken wie die Stars die coolsten Fußballschuhe 2024, unter anderem mit dem F50, der rausgekommen ist. Den finde ich doch auch sehr cool. Und dann der Club meiner Träume, Kylian Mbappé, der Königliche bei Real Madrid. Wollen wir mal gucken, ob er einschlagen wird. Und dann Anfang einer neuen Ära, die Nationalmannschaft jetzt auf die Suche nach neuen Spielern, weil zum Beispiel Thomas Müller gegangen ist. Und beim nächsten Mal bekommen wir ein Magitex Club Competition Pack und ein Superstars Pack, also auch wieder zwei Päckchen, das Ganze am 29. August. Wie gesagt, Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats kommt dann die Ausgabe auch der Just Kicker raus und dann werden wir uns beide angucken. Dann haben wir hier nochmal Werbung für Tops Turbo Text und gucken uns dieses Fairer Promo Päckchen der Superstars an. Die Serie sollten viele schon bekannt sein aus dem letzten Jahr. Dieses Jahr gibt es sie auch schon etwas länger. Ich habe mich aber dazu entschlossen, diese Serie nicht zu sammeln, da einfach mir das Base Design zwar schon gefällt, mir sehr besser geworden ist, aber schon sehr teuer, finde ich, die Serie. Auf jeden Fall haben wir Schoboschlei, Martinez und Bellingham von drauf. 4K drin, Promo-Päckchen. Und dann wollen wir uns mal anschauen, welche Spieler wir hier in den Päckchen erwischt haben oder ob wir vielleicht auch eine Parallel oder eine Insert-Card drin haben. Starten tun wir mit Serge Gnabry, das sind diese ganz normalen Base-Karten hier. Dann haben wir eine Legend-Card, die sind wohl dieses Jahr auch mehr dabei, wie ich gehört habe, mit Alan Shearer hier für die Mannschaft aus Newcastle. Dann haben wir Ruben Loftus-Cheek und Luis Openda noch für Leipzig. Hätte mich auch gewundert, hätten wir eine Special oder eine Insert-Card drin, weil die ja doch relativ selten in der Serie ist. Das waren die Bravo Sport Nummer 9 2024 mit einem Superstars-Päckchen und der ersten und zweiten Liga-Stecktabelle. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal rein, holt euch die Zeitschrift oder wartet ihr, bis dann wieder zum Beispiel Limitierte von Matchsticks Bundesliga drin sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier oben rechts sowie unten links eine Playlist aus. Hier könnt ihr gerne abonnieren und hier noch ein volles Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.